So, meine Damen und Herren, es geht weiter mit der nächsten Folge von Octopath Traveler. In der letzten Folge haben wir ja natürlich das Kampfsystem studiert. Und ihr seid alle auf meine Art, auf meine Taktik hineingefallen. Da ich ja das Turn-Meter, die Turn-Order quasi studiert habe, wie sie funktioniert. Und ihr seid alle drauf reingefallen. Ihr habt den Fehler gemacht, nicht ich. Ich weiß jetzt, wie die Turn Order funktioniert. Ne, ich habe mir nochmal die Aufnahmen angeguckt und ich habe meinen Fehler eingesehen, den ich gemacht habe. Und ich glaube, die Turn Order funktioniert ganz richtig, nur ich habe sie falsch gelesen. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Kampf sehen. Hm? Was gibt es? Euer nächster Gegner ist kein geringer als Archibald, der Vernichter, der lange antierende König des Turniers. Ja, den machen wir jetzt platt. Er ist so stark und geschickt wie die anderen, so viel ist sicher, aber mehr als alles andere ist es sein eiserner Wille, der ihm die Siege einbringt. Ich würde euch gern raten, das eine oder andere zu beachten, aber das Wissen der Götter allein. Bei ihm muss man auf alles gefasst sein. Tis like this. Ned übertreibt es manchmal, aber er spricht die Wahrheit. Archibald ist der schwierigste Gegner von allen, auf die ihr bislang getroffen seid. Beeindruckend zur Kenntnis genommen. Oi, oi. Gute Güte, ihr habt mehr Mut als Verstand, in solchen Momenten noch zu scherzen. Es wird nicht das erste Mal sein, dass ich gegen einen Mann kämpfe, dessen Fähigkeiten den meinen gleichen oder sie gar übertreffen. Und ich wage zu behaupten, dass es auch nicht das letzte Mal sein wird. Are you ready? Und nun zum zweiten Duell der zweiten Runde aus dem Westtor kommt Olberic Eisenberg. Take care now. Was auch immer geschieht, gebt einfach euer Bestes. Kratzen im Hals. Schon bald werden wir feststellen, ob das reicht. I see. So, Archibald. Wow. Die unbeugsame Klinge im Fleisch und Blut, ha? Huh? Eine Steigerung gegenüber dem üblichen Gesinde, das sie mir sonst vor die Füße werfen. Meinem Vater fehlte nur noch ein Sieg, um sein fünftes Turnier in Folge zu gewinnen, als das Schwert seines Herausforderers sich in seine Brust bohrte. Nun ist es meine Aufgabe zu vollbringen, was ihm verwehrt blieb. Is it so? Und deshalb kämpft ihr, um die Erinnerung an euren Vater zu ehren? Hi. Ja, lasst uns beginnen. Whoa. So soll es sein. Möge der Kampf beginnen. I will not fail. Oh oh. Wieder diese Verteidigung. Oh oh. The battle is truly joined. So. Ich erläutere nochmal meinen kleinen Fehler kurz. Ich habe die ganze Zeit. Da weiter über mir. Ich habe auf die nächste Runde die ganze Zeit geguckt und nicht links da über den Gegner drüber. Yes. Ich hab euch alle an der Nase herumgeführt. So, okay. Mit dem neuen Wissen, was wir uns angeeignet haben, kann der Kampf nur besser werden. Okay. Hoffen wir mal, dass er Horizontalhieb trifft. Also ein Bruch natürlich nicht. Sehr gut. Das Schlimme ist die Axt. Let's do this. What? Holy. Und der Angriff ist auch down. Wow. Okay, die sind stark. Aua. Out of my way. Es ist aber nur für zwei Runden. Aua. Here I go. Kommt da Bogen hier durch? Was ist mit dem?
Holy shit. Dann die Axt aber. Ja. Oh ja, oh ja. Das ist der logical course of action. Vielleicht gebe ich ihn doch irgendwann. Ich hätte ihm doch die Heilkunde geben sollen. Jetzt bräuchte ich sie. Gut, wir haben ja noch ein Bündel Traum. Es geht immer rein. Traum sind gesund. Haben zwar ein bisschen viel Zucker. Das ist echt krass, da kommen wir jetzt nicht so leicht durch. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. The battle is truly joined. Okay. Now, what next? Now, what next? Komm, setzen wir mal den Feuersturm ein. Oh, dagegen sind die schwach. Okay, das macht einiges einfacher. Here I go. What is the logical course of action? Feuersturm! Oh man, halten die viel aus. How about you? What to do? Händlerfertigkeiten. Und dann spenden wir mal den Cyrus. Die Moneten. Oh, das hat trotzdem so viel bei den Gladiator abgezogen, obwohl er nicht gebrochen war. Das ist interessant. Aua! How about this? The battle is truly joined. So, was könnte denn noch an den abprallen? What to do? Was ich einfach machen könnte, ist tatsächlich. My turn. Wow, Sirion ist fast the erledigt. Battle is truly joined. Objekte, nochmal ein Buntheiltraum. Use this. Komm, ups, falsch. Die Analyse. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Wait. My turn. Ich dachte, die Analyse bringt mehr. Okay. Nee, komm, warte, machen wir so. Nochmal die Analyse. Kostet ja auch nur ein Mana, dann geht das. Schatten! Okay. The battle is truly joined. Der kriegt jetzt Schaden. What to do? Und jetzt kommen wir jetzt das erste Mal. Jetzt kommt nämlich noch die Eulensäure. Plus Verweiler. Plus Olberic kann seine mächtigste Attacke einsetzen. Das könnte ihn jetzt sehr, sehr wehtun. Ich hoffe doch. Es ist zumindest mein Ziel. Victory shall be mine. My fate is unbending. Angriff ab und Verteidigung down. Jetzt kassierst du mal.
9999. Okay, wir können über 9999 abziehen. Merke ich mir fürs nächste Mal. Da wird seine Fertigkeit ausgerüstet, dass er über 9999 abziehen kann. Sehr nice. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, ist er wieder am Zug. Dann müsste ich es in 3 Runden runterbekommen. Deswegen setze ich es jetzt nicht ein und setze den Feuersturm so ein. Erledigt. Kein Gegner. Kein Gegner. Bam. Und 330 EP. Zweimal Olive des Lebens und einmal eine Olive des Lebens in größer. Ich trau wohl meine Augen nicht. Der König ist entthront. Der Sieger ist Olberic Eisenberg. Wie der Vater, so der Sohn. Ich habe ihn enttäuscht. Jubelt, ihr Narr. Ihr Narr? Jubelt, ihr Narr. Achso, er meint, glaube ich, mich. Ihr habt den Kampf gewonnen. Kümmert euch nicht um mich. Ich werde einfach eine neue Siegesserie starten. Solange noch Luft in meiner Lunge steckt und mein Arm stark genug ist, werde ich weiter diese Klinge führen. Indeed. Ihr habt gekämpft, um das Andenken an einen längst verstorbenen Mann, ihn in Ehren zu halten. Aber reicht das für einen Gegner wie mich? Whoa! Archibald gibt auf. Zum ersten Mal seit Jahren wird der König nicht im Finale stehen. Der schwarze Ritter gegen die unbeugsame Klinge. Wie es auch ausgehen wird, am Ende des Turniers wird es einen neuen König geben. Haben wir wieder volle Leben? Ja, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal auf zum letzten Kampf. Mal sehen, was der schwarze Ritter so kann. Ihr habt es so weit geschafft. Jetzt müsst ihr einfach gewinnen. Ja, natürlich einfach. Der zweite Platz kommt gar nicht erst in Frage. Noch nie zuvor habe ich das Mädchen so aufgeregt gesehen. Ihr habt ein Feuer in ihr entfacht, das ist sicher. Warum sollte ich auch nicht aufgeregt sein? Er hat den amtierenden König bezwungen. Den, von dem sie alle gesagt haben, er sei unbesiegbar. Bei den Göttern. Soll der Teufel mich holen, wenn dieser schwarze Ritter glaubt, er sei ein Gegner für den Bezwinger des Königs. Was? Gibt es ein Problem? Wisst ihr etwa über diesen schwarzen Ritter, das wir nicht wissen? Truth be told. Und wer auch immer dieser schwarze Ritter ist, seine bisherigen Kämpfe nachzuurteilen, kann er mit jedem König mithalten. Indeed. Niemand sollte mit der Erwartung eines leichten Sieges in den Kampf gehen. Am allerwenigsten, wenn der Gegner die Schwerkunst von Erhard erlernt hat. Andererseits sollte auch niemand einen Kampf aus Angst vor einer Niederlage meiden. Ich werde mit voller Stärke kämpfen. Und wenn das den Göttern nicht reicht, dann sei es eben so. Einverstanden? Absolut. Ich weiß, wie das läuft, aber achtet darauf, wirklich eure ganze Stärke einzusetzen. Ich möchte auf keinen Fall, dass... Deine Wangen wären ganz rot, Mädchen. Bam! Pass auf, die Wunde ist noch nicht verheilt. Coming up! Und aus dem Westtor kommt Olberic Eisenberg! Okay, das ist mein Stichwort. Da ist er, der schwarze Penner. Greetings. Ich bin beeindruckt, ihr habt euren Teil der Abmachung eingehalten. Well. Und ich bin ebenfalls beeindruckt, ihr habt schwere Kämpfe gegen starke Gegner gewonnen. Nachdem ihr Herrn Erhard erwähnt hatte, blieb mir keine große Wahl, nicht wahr? Auf dass ich meinen Lehrer niemals entehren werde. Damals, als wir beide in dieser Söldnergruppe dienten, hat er mir viel von euch erzählt. Immer noch unsicher? Fragt ihr euch immer noch, wofür die unbeugsame Klinge steht? Hm.
Ich kämpfte eins um jeden. Ja. Was sagt er jetzt? Ja, vielleicht bin ich unsicher, aber nicht heute. Heute kämpfe ich für den Sieg. Indeed. Und genauso soll es auch sein. Prepare yourself. Dann zu den Waffen. Begin. Möge das letzte Duell beginnen. Okay. Wow. Das sieht aber anders aus. Okay, Feuer ist... Now, what next? Out of my way. Aua. What to do? Have at you. Therion hat viel zu wenig Abwehr. Schaut euch das an, alle sind immer noch am Leben. Und er ist schon wieder hart am Struggeln. Das ist echt bitter. Wahrscheinlich stirbt Therion jetzt. Ah ne, wir haben ja Olberic seine Fertigkeit, stimmt ja. An interesting dilemma. Ach ja, genau. Objekte. Altraube. Mann. Therion, reiß dich mal etwas zusammen. My turn now. Ich habe auch überlegt, jetzt wo wir Tressa auch als Diebin haben, dass wir für Therion Alfin oder nochmal Ophelia nehmen. Das Einzige, was mich stört, ist, ich glaube, wir können mit Tressa keine lilanen Truhen öffnen. Now then. My turn. Now, what next? Hat die Schneesturm schon eingesetzt? Ich glaube nicht. Oh, die waren dagegen sogar schwach. Sehr gut. Aua. Aua. What? Cyrus? Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich Respekt. Here. What to do? The winds of fortune are howling. Okay, dagegen sind sie auch schwach. Aua. The battle is truly joined. Olberic. My play is unfettered. Nice. Der eine hat seine Verteidigung um. Oh oh. Let's do this. The battle is true. Der schwarze Ritter greift jetzt wieder an. Jetzt müssen wir aufpassen. Dafür habe ich mir die Punkte aufbewahrt. Wie, die stehen noch? Was ist mit euch verkehrt? Oh oh. Okay, Objekte. Ein Buntheiltraum. Also Ophelia wäre hier schon wesentlich nützlicher, bin ich ganz ehrlich. Okay. Gar nichts ab. Ah. Aber du. A tempest of ice shall rage. Okay. Have at you. Ah.
So. So. Aua. Okay, nicht effektiv. Auch nicht effektiv. Interesting dilemma. What? Bin ich vergiftet oder was ist das? Oh, oh. Ah, der Boost ist weg. Oh nein. Okay. Erstmal ein Bund Heiltraum. Oh mein Gott, die gehen uns langsam aber sicher aus. Objekt, nochmal eine Heiltraube M auf ihn. Oh oh. Let's do this. Kann ich was stehlen? Unfähig zu stehlen, okay. Charakter weicht einzelnen physischen Angriff mit einer Erfolgsrate von. Nee. Okay. Dann setze ich. Nee. Doch. Lauffeuer. Ah. Komm, du heilst dich mal selber. Was ist denn das? Verstummung? Das ist nicht Verstummung, oder? Blindheit ist es auch nicht. Ist das Todesangst? Ich glaube ja, oder? How about this? Ja, okay. Now, what next? Ach, ich wollte eigentlich Analyse auf ihn einsetzen. Okay, dann du gibst mal eine anregende Pflaume M den guten Cyrus. Let me help. Wenn ich nur wüsste, was noch seine Schwächen sind. Diebfertigkeit, Feuer. Nein! Victory shall be mine. Okay, da ging. Oh, oh, nice. An interesting dilemma. Oh, flames, rage, wrong. Okay. Now the true lesson. Das war schon mal stark. Oh mein Gott, der Ritter ist gleich zweimal dran. Oh mein Gott. Let me help. How about you? Watch my blade dance. Aua. Victory shall be mine. My blade is unfair. Okay, der Zusatzschlag war nochmal ziemlich nice. Sie kann jetzt mal kommen. Diebfähigkeit, wieder die physische Verteidigung. Für 8 Runden, das ist nice. Und du machst die den physischen Angriff mal runter. Und du setzt jetzt mal die Analyse ein. Ein Speer. Okay, das ist gut zu wissen. An interesting dilemma. Nein, es reicht nicht. Okay. My turn now.
Out of my way. Whoa. Okay. Victory shall be mine. A victory shall be mine. Jetzt habe ich keine FP mehr, verdammte Axt. My way. My turn now. Oh, von dem Korb anregender Pflaumen haben wir aber nicht so viele. Let me help. Leider nur noch ein. Victory shall be mine. My play is unbending. I wreak havoc upon thee. Nice. Diese Attacke ist so mega, mega stark. Oh mein Gott, er ist immer noch gelb. Oh oh. Ich hätte... Das könnte jetzt mein Tod gewesen sein. Ich hätte mit Sirian die Gruppe heilen sollen. Meine Klinge entzweit alle. Das will ich sehen. Victory shall be mine. 1000 Speere. Wow. Okay, nice. Glück gehabt. My turn. Here. Now, what next? Here. Let's do this. Now then. I shall pierce you through. Okay, es war auch noch okay. An interesting dilemma. A great inferno to scorch the land. Der Ritter ist jetzt dreimal dran. What? Cursed witchery. Nein! 1000 Speere! Das war nicht gut. Here I go! Yes. Now, what next? Ich habe schon wieder vercheckt. Weil ich bin auch davon ausgegangen, dass er noch rot, im roten Lebensbalken hat, aber er ist noch im Gelb. Modus Gelb. Okay. Here. What to do? What to do? Ich kann den Boost nicht einsetzen. Blöde Axt. Der Ritter ist schon wieder dreimal dran. What's this? Oh oh. What's this now? What this now? Das frage ich mich auch. Let's try this. Leider hat er keine Axt oder sowas, also ich kann nur das Lauffeuer mit ihm einsetzen. Aber vielleicht zieht es ja viel ab. Vielleicht reicht es ja. Immerhin. Ist gar nicht mal so verkehrt. Let's do this. The battle is truly joined. Death by a thousand cuts. Fuck. Let's
do this! My turn. Don't play. So, der müsste jetzt aber besiegt sein. Ich greife noch einmal normal an und in der nächsten Runde setze ich dann seine Spezialattacke ein, wenn er nicht eh schon hier nach tot ist. Tatsache nicht. Dann machen wir nochmal die Verteidigung runter. Let's do this! Now then, my play is jetzt unbending. Gibt's Schaden. Der schwarze Ritter ist besiegt. The thrill of the fight. Dornenschild und Gustavsschild. Oh. Ja, sehr gut. Muss auf Toilette. Damn it. Verflucht sei meine Klinge, aber der Sieg ist euer. We have a winner. Er gibt auf, ist. Er gibt auf. Hochlebe die unbeugsame Klinge. Die Arena hat einen neuen König. Ein dreifaches Hoch auf Olberic Eisenberg. Oho! That's it! Der Schwarzritter? komm. Cecilia, hör mir zu. Er hat gewonnen. Hast du das gesehen, Ned? Er hat gewonnen. Natürlich, ich habe jeden Hieb verfolgt und meine eigenen Wunden schmerzen nur vom Zusehen. Well played. Ein guter Kampf. Agreed. Ja, das war's. Es ist keine Schande, gegen jemanden wie euch zu verlieren. Is it so? An einem anderen Tag wärt ihr vielleicht der Sieger gewesen. So? Ja, vielleicht. Doch heute ist euer Tag und ich werde mein Wort halten. Wenn ihr bereit seid, sucht mich in meinem Zimmer im Gasthaus auf. Dann werde ich euch sagen, was ich weiß. As you wish. Ich sehe euch in Kürze. Noch viele Jahre werden die Lieder der Bahn von diesem Duell zeugen. Hochlebe der neue König. Der Sieg ist meiner, doch hat er mich nicht näher gebracht, warum ich diese Klinge überhaupt führe. Yay! Haben wir jetzt wieder volle Leben? Nein, natürlich nicht. Irgendwann hat sich's auch mal ausenergiert. Victor School. Erstmal ein Heierchen. Ach ne, wir müssen ja eh wegen der Quest hier hin. Stimmt ja. Ah, welcome. Make yourself comfortable. Ah, jetzt ist wieder synchronisiert, ich verstehe. A deal's a deal. You want to find Earhart, and I'll honor my side of the bargain. But let's take it slow. There's much we have to talk about, you and I. If you say so. But what about? Sir Earhart, of course, and what I know of him. I'm listening. Now, where to begin? Where to begin? Tell me, Sir Olberic, are you familiar with the land from which Sir Earhart hailed? Sir Olberic, okay. Some border town in the far reaches of Hornburg. Or so he once told me. Aye, a peaceful village called Grind. At least it was till it was razed in the war. T'was long before Lord Earhart became a knight that he lost his home. After that, he joined a band of sellswords for a spell. It was there he got an idea in his head. And so he finally came to serve Hornburg and the crown. As a spy. Oh, preposterous. You mean to tell me that Earhart meant to betray us all along? His eyes always burned with fire when he told the tale. The King of Hornburg turned his back on us, he'd said, and sat on his ass as our homes burned. Nonsense. King Alfred cared for all his subjects. He would never...
Lord Earhart claimed otherwise. Either way, he was a man on a mission. If that's true, that means he'd been plotting the downfall of Hornburg for years. Revenge is made all the sweeter by the passage of time. How sweet it must have been for him when Entschuldigung. I don't pretend to admire his deeds, nor claim they are honorable. But then, I've never known the pain and anguish Sir Earhart was forced to bear. Though I wonder sometimes how it made him feel to see justice done. If winning his revenge put his heart at ease. I never asked him, and he never told me. But of all the men in this world, mayhap he'd tell you. You look up to the man, don't you? He taught me to be a true warrior. And I dare say he was a friend as well. I know of little else but the ways of battle. Whatever his sins might have been, I was proud to call him a brother. As was I. Thank you. Happy to have the company and a willing ear. You'll find Sir Earhart in the desert town of Wellspring. When you do, well, I trust you'll do what's right. Even if that means I slay him? Your friend, your mentor, your brother. If that is what you believe he deserves, I reckon he'll accept his fate. And so... Adamant. Whatever the cause he fought for, it does not excuse his deeds. He slew the king he had taken a sworn oath to protect. I will listen to what he has to say. That much I can promise you, but no more. Does Gustav have the right of it? Did Earhart wield his sword for the sake of revenge? If so, does he still wield it, even though the thirst for vengeance has been sated? Could it be that we are the same? Has Earhart, too, lost his purpose? Oh, die Quest geht noch weiter. Oh, ein L, ein Gespräch wieder. Interesting. Ein alter Freund, ha? Huh? Er hat, ja, früher war er einmal mein Freund. Bis er unseren König erschlug. Trotzdem wollt ihr ihn wiedersehen? Ich möchte ihn zur Rede stellen. Es gibt etwas, das ich wissen muss. Glaubt ihr, damit abschließen zu können, wenn ihr ihn trefft? Was, wenn seine Antwort unbefriedigend für euch ist? Vielleicht ist es nur Selbstgefälligkeit, die euch antreibt. Möglicherweise habt ihr recht. Aber ich muss ihn treffen, um meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Ich werde euch nicht aufhalten. Ich überlege sogar, bei euch zu bleiben, um zu erfahren, wie das ausgeht. Das könnt ihr gerne tun. Ich bin gerne die Belustigung anderer. Haben wir wieder volle Leben? Wir waren auch in einem Gasthaus. Meine Güte. Off to. What does it matter? The tourney is over. Our bargain is concluded. It is, but that doesn't mean we can't bid each other godspeed. Phew. Got you in the nick of time. We won't let you go sneaking away without so much as a fare thee well. Of course. Pray forgive my manners. I could not have gotten this far without you. Both of you. You have my thanks. And you have ours. So, if I can be so bold, where are you off to next? The Sunlands. A town called Wellspring. Wellspring oder Quellspring?
Ich habe es jetzt im Englischen nicht verstanden, weil da Quellborn steht. To finish what I started here. And then? I don't know. Perhaps I'll return home. Oh. Well, if you've already got a place to call home, then maybe this means nothing. But if you're looking for a new line of work, you could do worse than being a full-time champion. The offer is welcome, but it's not the life for me. Thought you might say that, but I had to ask, huh? If you ever have a change of heart, just drop on by. Or even if you don't, you'll always be welcome here. Thank you, friend. I may do just that. In the meantime, take care of those wounds. Don't you worry about me. I'll be fighting fit soon enough, and ready to give a good showing at next year's tourney. A good showing? Now there's an inspiring goal. If you want to stick around in my stable, I'll see you claim the throne. Oi, oi! One step at a time, me lady. I ain't the unbending blade of Hornburg, after all. A title and a crest do not a swordsman make. Aye, true enough. Maybe I will go and win it all. See what the betters will say about that. Tell you what, if they crown Ned King, you come back and we'll put on a duel the likes of which the city's never seen. I'd like that very much. But today, the road calls. Till our paths cross again, my friends. Und so lässt Olberic Victor Skull hinter sich, mit neuem Wissen über Ehards Vergangenheit und Gegenwart. Gustav, der schwarze Ritter, hat ihm von Ehards Vergangenheit erzählt. Nun muss Olberic Ehard finden und hofft, so die Wahrheit zu erfahren, selbst wenn das bedeutet, die Klinge mit seinem alten Freund zu kreuzen. Also auf ins Sonnenland und die Wüstenoase Quellborn. Olberics Reise geht weiter. Oh, sie geht weiter. Sie geht weiter. I'm excited. So, meine Damen und Herren, diese Folge ist jetzt etwas kürzer, obwohl 42 Minuten, ich will euch ja nicht zu verwöhnen. Immer Folgen, die über eine Stunde gehen, da muss ja auch nicht sein. Nee, ist ja gut, dass wir das geschafft haben in der nächsten Folge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde gern erstens weiter diese Dinger hier, diese Schreine suchen. Ob die vielleicht noch hier irgendwo in der Nähe sind. Vielleicht kann hier irgendwo eins sein, eventuell. Die andere Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir die nächsten Kapitel angehen. Ich hatte ja überlegt, weil wir hier sind, ob wir Tressas Kapitel angehen, nicht um es zu machen, sondern um zu trainieren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier Monster für die Stufe 34 bis höher kommen. Oder vielleicht etwas darunter. Weil hier zu trainieren, hier sind Monster Level 43. Vielleicht finden wir auch noch gemeinsam einen Ort, der vielleicht irgendwo bei Level 30 ist. Jetzt suche ich gerade mal, wo ist Olberic? Hier hinten. Eieieiei, okay. Und die anderen Kapitel gehen wir noch nicht an. Die anderen Kapitel machen wir nachher. Ich möchte jetzt erstmal, vielleicht machen wir noch das Kapitel von Sirion. Dann haben wir immer vier, da haben wir unser vier Main-Team, obwohl ich gern Ophelia drin hätte, aber wie gesagt, für die lila Truhen. Naja, wir haben ja auch ein paar neue Ausrüstungen und sowas bekommen. Wir gucken uns das gleich mal an in der nächsten Folge und damit verabschiede ich mich jetzt. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.